Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. So, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs. Hier in unserer Rubrik Retro und Nerd plus Gast. Finger aus dem Po, ihr Maden, jetzt gibt's wieder Testosteron in Massen. Und herzlich willkommen zu einer Runde Was tust du? Unsere Kandidaten heute. Er hat viele Namen und gehört zu einem weltweit vernetzten Syndikat, das die Weltherrschaft anstrebt. Sparsamer als Olaf Scholz, geistiger als Dagobert Duck. Bei uns gibt's Spätzle morgens, mittags, abends. Hallo, Sam. Yippie-yay, Schweinebackel. Jetzt sehe ich schon, du versuchst dich vorzubereiten. So, sein Mitstreiter ist der Rockys Frau oder verantwortlich für die Highlander-Serie. Hallo, Adrian. Das Wasser ist nass, der Himmel ist blau und Bruce Willis ist eine coole Sau. Hallo zusammen. Die Regeln. Ihr befindet euch in einer lebensgefährlichen Situation und nur ein Zitat aus einem der Filme unseres heutigen Actionstars rettet euch. Aber zwei der bekanntesten Zitate führen direkt zum Tod. Ihr habt 5 Sekunden. Sam, du wachst auf in einer Sauna, bekleidet mit einem Knusperperlen-Borat-Anzug. Neben dir schwitzt ein irre aussehender pfälzischer Steven Seagal-Fan und er kommt näher. Was sagst du? Muss es ein direkter Zitat sein? Nadelbaumaufguss bitte. 3. Den kriegst du. Dein Borat-Anzug ist geschmolzen und die bulgarischen Filme des Dicken treiben dich in den Wahnsinn. Tja, Sam, raus. Adrian, du bist angekettet und sollst mit einer Feder zu Tode gepeitscht werden. Nur ein Zitat öffnet die Ketten. Schnell. 1. Mach's nochmal und ich schlag dich tot. Glück gehabt. Die Ketten öffnen sich und du bist frei. Juhu. Der Schwabe gehört mir. Ja, ihr habt's erraten. Unser heutiger Action Superstar, über den wir uns unterhalten, ist Bruce Willis. Da kommen wir doch direkt zur Biografie. Wie ausgemacht, ich fange ein bisschen an, ihr ergänzt. Ja. Okay. Der gute Bruce Willis, eigentlich Walter oder Walter Bruce Willis, geboren am 19.03.1955 in Idar-Oberstein. Ja, das gefällt dir, ne? Rheinland-Pfalz und so. Ach Gott, schlimmer vor, der hätte noch so einen schwäbischen Akzent. Meine Fresse. Aber pfälzisch wäre auch nicht besser. Her, so und so. Also. Aber ganz ehrlich, wenn der jetzt mal in irgendeinem Film mal pfälzisch sprechen will, mit einem pfälzischen Dialekt. Ach, ich muss kaputt lachen. 1957 gingen sie zurück in die USA. Da er stotterte, bekam er während der Schule schon Schauspielunterricht. Das hat ihm natürlich gefallen. Und nach der Highschool nahm er am Schauspielunterricht am Montclair State College teil. Erste Erfahrungen sammelte er am Theater und in der Werbung. Dann bekam er die Rolle für Das Model und der Schnüffler, die auch Emmy und Golden Globe Auszeichnungen erhielt. Er wurde dann von Blake Edwards für 2 Filme engagiert, Blind Date und Sunset, das ja so die Komödien sind. Und danach kam erst der Durchbruch mit Die Hard. Genau, und wie gesagt, also er ist ja mit der Rolle mehr oder weniger stark verbunden. Wenn man Bruce Willis hört, verbindet man das automatisch mit dieser Die Hard stirb langsam Reihe. Ja. Also das ist ja an ihm schon fast dran gefesselt. Wie sieht's aus? Kennt ihr die Komödien? Ich kenne die Serie, aber so richtig präsent habe ich die nicht mehr. Also diese Das Model und der Schnüffler, da habe ich teilweise ein paar Folgen gesehen. Blind Date hatte ich auch mal gesehen, aber das ist schon so lange her, ich kann mich da nur noch vage dran erinnern. Ich kann sie leider auch noch nicht, oder ich kenne sie auch nicht. Ich finde es aber interessant, dass nach diesen Komödien er dann so eine Action-Karriere gestartet hat. Ist ja auch nicht unbedingt zu erwarten, ne? Oder war nicht zu erwarten. Ja gut, er war ja für Stirb langsam ja auch nur, ich glaube, 4. oder 5. Wahl, ne? Das hat man ja vorher schon. Das war ja erst Schwarzenegger und dann Stallone und Tom Selleck, glaube ich, war auch noch dabei. Ich glaube sogar Sinatra. Nee, tatsächlich war er nicht die erste Wahl für die Stirb langsam Reihe oder beziehungsweise für den ersten Stirb langsam Film, das ist richtig.
Ja, gut. Aber du hattest im Vorgespräch was gesagt zu Blind Date. Du hattest den wohl vor kurzer Zeit erstmal gesehen gehabt. Ja, ja, ist eine witzige Sackhole-Komödie. Also mit einer coolen Kim Basinger, die keinen Alkohol trinken darf, weil sie sonst nämlich ausflippt. Okay. Und er ist ihren Aufpasser sozusagen und will eigentlich selber heiraten. Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr so genau. Aber sie haben die ganze Zeit den Verlobten von Kim Basinger am Hintern hängen, der auch nicht ganz klar in der Birne ist. Okay. Aber der war immer noch witzig. Okay, aber er hat ja seinen Humor oder seine humoristische Darstellung durch die Actionfilme ja auch durchaus behalten. Also es gibt zwar auch Actionfilme, wo er sehr ernst ist oder andere, also nicht direkt Actionfilme, aber auch andere Filme, wo er eine ernste Rolle spielt, aber die besten Filme von ihm sind immer mit Humor belastet. Und der ist ja einer der verletzlichen Actionhelden, ne? Wenn man so die anderen sieht, Stallone oder Schwarzenegger. Bruce Willis hat ja oft diese verletzlichen Charaktere gespielt, die auch schon nach 10 Minuten im blutdurchtränkten Unterhemd durchlaufen und nicht eben diese muskelbepackten Fleischberge sind, wie die anderen das waren. Ja, ist richtig. Ja, stimmt. Wie war euer erster Kontakt oder mit was war euer erster Kontakt mit dem Bruce? Soll mein Gast den Vorrang lassen oder darf ich mich reingrätschen? Grätsch mal rein. Also tatsächlich war mein erster Kontakt mit Stirb langsam. 88 habe ich den natürlich noch nicht gesehen. Da war ich noch zu jung. Ich habe den, glaube ich, mit 10 oder 11 habe ich das erstmal Stirb langsam gesehen gehabt. Und dann aber auch gleichzeitig mit Stirb langsam 2. Also die ersten zwei Filme mit ihm waren Stirb langsam 1 und 2. Dann kam irgendwann die Serie Das Model und der Schnüffler, wo ich so teilweise als reingeschaut hatte. Und dann hat er mich vollkommen gehabt. Und ich habe alles, was er so abgedreht hatte, dann verfolgt. Über Pulp Fiction, 16 Blocks und, ach Gott, wie sie alle heißen. Also, ja. Und du, Adrian? Ja, meine erste Begegnung, das weiß ich doch relativ genau. Das war Stirb langsam jetzt erst recht, also der dritte Teil. Wobei ich in meinem jugendlichen Leichtsinn da jetzt noch gedacht habe, das wäre gar keine Reihe, das wäre ein Film. Und ich wusste lange Zeit gar nicht, dass es da eine ganze Reihe von gab. Und danach hat sich das so entwickelt. Ne? Vieles von ihm lief ja im Fernsehen. Die komplette Stirb-Langsam-Reihe, der Schakal oder auch sogar in Pulp Fiction spielt er ja mit. Der jetzt nicht unbedingt die Hauptrolle war, aber das sind ja eben unterschiedliche Rollen gewesen. Und ja, so hat sich langsam so eine Zuneigung zu diesem Schauspieler entwickelt, weil es eben auch ein Genre ist, was ich sehr gerne mag. Den Film, die er oftmals mitspielte, zumindest Ende der 80er, Anfang der 90er. Der Punkt ist bei Bruce Willis ist halt, dass der unheimlich sympathisch rüberkommt. Ich weiß jetzt nicht, wie er im wirklichen Leben ist, aber es gibt ja durchaus Schauspieler, die im wirklichen Leben durchaus ein Arschloch sind oder so. Aber er wirkt bei mir immer sehr bodenständig und sympathisch. Und wenn man die Leute von damals, die Actionhelden, anschaut, wie sie jetzt dann heute aussehen, also wie sie sich verändert haben, finde ich, dass Bruce Willis noch einer von denen ist, der sich eigentlich recht gut gehalten hat vom optischen her, vom Altern her. Aber ich wollte den Sven jetzt nicht überspringen. Wir wollen natürlich auch vom Sven hören, wie er denn auf Bruce Willis gestoßen ist oder wo er seinen ersten Kontakt hatte. Mein erster Kontakt war tatsächlich mit Blind Date. Der lief, wir waren als bei Bekannten und die hatten, damals hieß es glaube ich noch Teleclub, also was jetzt Sky jetzt ist. Und da haben wir Blind Date geguckt, aber ich habe das gar nicht, mir war danach nicht klar, ach Gott, ist es Bruce Willis oder sonst was. Also wirklich, wirklich realisiert hat es dann auch erst mit Stirb langsam. Und ich habe ihn zwar auch verfolgt und ich bin auch ein riesen Fan der Stirb langsam Reihe und auch hier Last Boy Scout und so, aber ich muss wirklich sagen, er ist jetzt nicht mein ultimativer Actionheld. Er macht seine Sache gut, ich sehe ihn auch gern und dir, Sam, kann ich auf jeden Fall mal das Buch von Kevin Smith empfehlen. Es ist zwar auch nur die Sichtweise von ihm, aber er beschreibt Bruce Willis nicht gerade als einen sehr netten Zeitgenossen. Also ist er privat doch nicht so sympathisch, wie er in den Fernsehen immer wirkt. Ich habe das Buch gelesen und dachte mir, was ein Wichser. Aber, ja, ist so. Aber ich meine, das ist die Sicht von ihm. Ich, keine Ahnung, vielleicht haben sie einfach nicht zusammengepasst, aber er hat schon ein paar üble Sachen geschrieben, wo ich mir gedacht habe, naja, gut, ich weiß nicht. Das ist ja generell so das Problem, ne? Wenn man denkt, man hat irgendwie so einen Darsteller, den man seit der Kindheit kennt und malt sich so aus, dass das auch wirklich in Wirklichkeit so ein toller Typ ist. Und dann liest man sowas oder hört das auch von verschiedenen Seiten und dann ist das natürlich gewissermaßen auch manchmal so eine Enttäuschung, ne? Wenn man, das ist der gar nicht, der ist ja gar nicht so nett. Ja, das Ding ist, warum ich das so empfinde, es gibt da dieses Roasted
ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo Schauspieler von ihren Freunden und Verwandten oder auch Ex-Frauen und so ein bisschen auf die Schippe genommen werden. Ja, genau. Und da habe ich die Folge mit ihm gesehen gehabt und er steckt es eigentlich, ich weiß nicht, wenn jemand bösartig ist oder sowas, dann sieht man das in seinem Gesicht an. Und ich finde, er ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, er nimmt das alles mit Humor und das hat mir dann wieder so dieses sympathisch gebracht gehabt. Oder ein anderes Beispiel, wenn man Christian Bale vergleicht mit, also nicht körperlich oder so, mit Bruce Willis, aber man hört über Christian Bale, dass er hinter den Kameras, also im Privatleben, eine dermaßen arschige Person ist, wo man eigentlich gar nicht mehr mit dem arbeiten will. Und wenn ich mir die Filmliste von Bruce Willis angucke, der hat ja einiges auf dem Kasten, was er schon an Filme gedreht hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass das heißt, mit denen arbeitet man nicht gern zusammen. Deswegen, Ja, sagen wir es mal so, also die letzte Dekade von ihm ist nicht erwähnenswert. Also ist jetzt wirklich nicht erwähnenswert. Ja, natürlich, das stimmt, klar. Das stimmt. Aber wenn man es anguckt, ich meine, ich bin ein absoluter Seagal-Fan und der scheint ja auch, also was du ja auch schon in Interviews siehst, dass der total einen an der Waffel hat. Und da heißt es auch immer, mit dem will man nicht arbeiten. Und ja, klar, gut, er bewegt sich jetzt natürlich im B-C-Movie-Faktor, also Sektor, aber der macht trotzdem noch seine, was weiß ich, 4, 5 Filme im Jahr, weißt? Also weiß es nicht. Und das war ja auch nur die Sicht von ihm, also von Kevin Smith. Aber wie gesagt, klar, wenn man es halt liest, dann denkt man, aber gut. Am Ende ist es doch eigentlich egal, ob der jetzt ein Sympathieträger ist oder totaler Stinkstiefel. Es ist wichtig, was am Ende rauskommt vom Film. Es ist ja auch mal das Problem, wie zum Beispiel jetzt, ich nenne es so den Kevin Spacey-Effekt. Ne? Ich habe auch mal gedacht, als rauskam, was Kevin Spacey eigentlich alles so gemacht hat, habe ich auch gedacht, kann ich die Filme von dem jetzt noch gut finden oder mache ich mich damit jetzt moralisch angreifbar? Ne? Das ist also die Frage. Gut, Kevin Spacey hat aber ja einige böse Dinger gedreht gehabt, wo man sagen könnte, okay, das ist nicht fair oder nicht fein, was er jetzt da gemacht hat. Aber hat Bruce Willis in der Hinsicht irgendwas gemacht, dass man sagen könnte, der hat Frauen? Nein, ich wollte jetzt nicht vergleichen auf der Ebene. Schon klar. Ich meine nur, man hat ja nach außen hin, wirkt er halt immer sehr sympathisch. Und das ist der Punkt, wo ich ja sehe. Ich sehe ihn ja nicht als, kommt ja nicht zu mir sonntags zum Kaffee und Kuchen. Ich weiß ja nicht, wie er als Privatperson ist, aber er wirkt immer sehr sympathisch und bodenständig. So meinte ich das. Ja gut, Kevin Spacey, ja, aber ich verstehe das schon, weil die Thematik schon schwer ist. Also zu sagen, klar, okay, gut, ich meine, bei Spacey war es ja wirklich so, der wurde gar nicht verurteilt und ich weiß, ja, natürlich ist es nie richtig und Leute sexuell hier ankrapschen und sowas, das geht nicht, da gibt es eigentlich überhaupt für mich keine Diskussion, aber es fiel mir auch schwer, als ich die Sachen gelesen habe, dachte ich, kannst du jetzt noch House of Cards gut finden oder die üblichen Verdächtigen, sag ich schon, oder hier nach mit Samuel L. Jackson, wie heißt er? Verhandlungssache. Genau, Verhandlungssache. Und ja, das ist, ja, das Problem hatte ich letzt auch, wir schweifen jetzt gerade mal kurz ab, aber bleiben wir jetzt mal kurz dabei, auch bei, weil wir uns über Jeepers Creepers unterhalten haben, da der Regisseur ja auch so Vorwürfe sich hat gefallen lassen müssen. Ich weiß auch, ich wüsste jetzt auch nicht, ob der verurteilt ist, aber da ist es halt auch sowas, wo ich denke, Ja, das ist halt, ich finde fast das gleiche Thematik wie mit Michael Jackson, nachdem die Vorwürfe da kamen wegen Kindesmisshandlung und so, hat er trotzdem eine geile Musik gemacht, weißt du? Also es ist halt ziemlich schwierig, dann das auseinanderzuhalten. Die Musik findest du geil, aber die Person, weil er das und das gemacht hat. Ich meine, das sind alles nur Vorwürfe und was halt rumgeht, was da wirklich hinten dran steckt, da stecken wir halt nicht hinten dran, wie es wirklich war. Aber es ist halt die Sache, was man hört, genauso wie bei Kevin Spacey. Das kriegt man erzählt von der Person. Vielleicht sind auch Beweise oder sowas aufgedeckt worden. Letztendlich wurde er nicht verurteilt. Das ist halt immer schwierig. Mhm. Trotzdem ist es halt ein guter Schauspieler. Ich erinnere immer noch an 7, wo er den John Doe gespielt hat. Hammer, eben. Und das ist halt so, da muss man, glaube ich, ein bisschen trennen. Das eine ist halt Film, den gucke ich gern im Film und das andere ist halt die Person. Ja, zumal wir auch ertragen müssen, jetzt im Gegensatz zu den anderen genannten, um nochmal auf Bruce Willis wieder zurückzukommen, auf den treffen ja diese ganzen Vorwürfe ja nicht zu. Das ging ja jetzt darum, dass er einfach nur unsympathisch sein soll. Und ich gehe mal davon aus, dass in der ganzen Branche sehr viele Leute nach außen hin immer den schönen Schein wahren. Und am Ende sind das doch alles teilweise Selbstdarsteller. Und deswegen sind sie auch teilweise Schauspieler. Die müssen ja auch was darstellen. Und dann kann einem der Erfolg manchmal so ein bisschen zu Kopf steigen. Und ich verzeihe das dem lieben Bruce.
Durchaus, ja. Nee, was ich halt damit sagen wollte, ist, es gibt Schauspieler, die werden nicht mehr oder ganz wenig gebucht, weil sie halt Arschlochkind sind. Aber bei Bruce Willis scheint es halt, auch wenn er jetzt nur noch Mist dreht, da bin ich ja völlig bei euch, dass er die letzten, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre oder vielleicht davor schon eigentlich nur noch Mist abliefert oder sich hergibt für ein bisschen Geld. Der Hauptsache, er verdient was daran. Bin ich bei euch. Aber dennoch wird er ja trotzdem noch gebucht. Und das heißt ja, dass er in der Branche ja anscheinend doch noch ein Ansehen hat. Weil wenn er ja heißt, mit dem kann man nicht arbeiten, dann bucht man den ja auch nicht mehr. Ja, aber guck das mal an, auf den meisten Plakaten ist er zwar mit drauf, aber er hat ja ganz oft Nebenrollen. Ja, ja, und richtig. Ich find's schade, dass er sich nicht wieder so auf die, weil der ist ja auch noch fit, ja. Dass er sich nicht wieder auf sagt, okay, gut, er konzentriert sich jetzt halt wieder auf seinen Stereotyp, ja. Und macht da weiter, weil die ganzen anderen Sachen, was ich so auch mal kurz reingeguckt habe, der ist da so gelangweilt und ja, das sieht wirklich aus wie, ja, okay, ich ratter mein Zeug runter, wenn überhaupt, guck mal ein bisschen in die Kamera, wenn überhaupt, und dann gehe ich wieder meinen Trailer schlafen oder was weiß ich was. Ja, und das ist so ein Punkt, da hat man einmal wieder so das Blitzen in seinen Augen gesehen in dieser Batteriewerbung. Genau. Da war er wieder in seinem, ja, da habe ich Bock drauf. Und das merkt man, das sieht man ihm dann auch richtig an. Das ist genau, was du sagst. Mittlerweile gibt er sich her, sagt, okay, ich nehme das Geld und da habt ihr mein Gesicht, macht damit, was er will. Mhm. Und dieses Blitzen in den Augen, dass er richtig Bock hat auf den Film, das fehlt so ein letztes. Ist schon schade, dass es jetzt ausgerechnet in einer Batteriewerbung sein können, wieder aus Blitzen und nicht in einem Film. Aber gut, ja, vielleicht ja. Kommt ja nochmal ein großer Kracher. Zu wünschen wäre es ihm ja. Definitiv. Also ich hätte nochmal Bock auf McLean. Meinetwegen auch 2-3 Filme lang. Das, ich meine, das kann er locker machen. Der ist ja noch agil, hat ja nicht so krass angesetzt oder wenn überhaupt. Mhm. Und ja, einigermaßen gutes Drehbuch müsste da ja rauskommen. Also ich meine, das verstehe nicht, dass man sich da so ein Eck gibt. Da musst du ja nur ein bisschen was zusammenschustern und ab geht's, aber naja. Naja, vielleicht bei Expendables 4, vielleicht hat er da so ein bisschen Bock wieder, wenn er mit seinen alten Kumpanen, mit seinen Gleichgesinnten wieder Action machen darf. Vielleicht ist da vielleicht so ein bisschen... Ja. Ich weiß es nicht, aber ich meine, der hat ja auch immer so ein bisschen Nebenrolle und da muss ich sagen, bin ich auch ganz froh drum, weil der Hauptaugenmerk wirklich halt auf dem Rest liegt. Das ist mir da für das Franchise dann doch lieb. Aber ich bin mal gespannt, wer im vierten mitspielt. Sollen wir mal zum ersten Film kommen? Können wir machen. Haben wir denn Bruce Willis abgehandelt? Ja, denk schon, oder? Also, er war dann noch verheiratet mit Demi Moore und hat dann seine Töchter. Ja, ach so, das habe ich jetzt gar nicht groß. Ja, natürlich, war verheiratet mit dem, hat 2 Stück, glaube ich, gell, sind's? 3. 3? Ich habe mir jetzt gar nicht die. Die teilweise auch in den Filmen auftauchen, in Nebenrollen, ja, also ja. Tochter spielen. Richtig, richtig. Da macht er einen auf Til Schweiger. Genau. Ich spiele nur mit, wenn meine Tochter dabei ist. Okay, habt ihr noch was? Ja, ansonsten. Nee. Die Synchronstimme ist halt prägend bei Bruce Willis. Genau. Ja. Wer ist es? Manfred Lehmann. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Film und das wäre Last Boy Scout aus dem Jahre. Der letzte Pfadfinder. Der letzte Pfad, genau. Für die Schwaben heißt das, sie haben extra im Schwäbischen nochmal übersetzt, damit die es auch verstehen. Das ist der letzte Pfadfinder. Die Regie führte Tony Scott. Er hat eine FSK 18, war auch lange auf dem Index und eine Laufzeit von 101 Minute. Wer von euch möchte denn die Inhaltsangabe präsentieren? Das kann ich machen. Ihr wollt? Ja, mach. Okay. Schieß los. Also, für Privatdetektiv Joe Hellenbeck läuft es nicht gut. Beruflich hat er wenig zu tun, seine Familie will nichts von ihm wissen und er frönt dem übermäßigen Alkoholgenuss. Da kommt ihm ein neuer Job gerade recht. Er muss auf eine Stripperin, die Cory, aufpassen und das scheint ja im ersten Moment eine relativ einfache Aufgabe zu sein. Nur wird Cory dann kurz darauf auf offener Straße quasi hingerichtet und Bruce Willis wird sich dann zusammen oder tut sich mit Corys Freund zusammen und die beiden versuchen dann die Hintermänner dieses mysteriösen oder feigen Anschlags herauszubekommen. Dabei stößt er nicht nur auf Intrigen im Bereich des Football-Profisports, Mafia-Methoden, sondern auch auf Geister seiner eigenen Vergangenheit und auf korrupte Politiker. Wie das Ganze ausgeht, ja, das verraten wir jetzt nicht. Aber es ist eine Menge Action dabei und ein typischer Bruce Willis-Actionkracher der 90er. Richtig, das hast du sehr schön zusammengefasst, ja. Richtig. Danke.
Ja, ich würde gern als erstes noch die Nebenrolle oder die Mithauptrolle erwähnen, Damon Wayans. Damon Wayans kennt man jetzt unter anderem auch aus den, wie hießen sie, Movie da, diese Spoof-Movies. Scary Movie. Ghost, Scary Movie, genau. Der macht er ja mit seinem Bruder, hat die Filme gemacht und spielt natürlich da auch eine Rolle drin in diesen Film. Und ich finde hier als, man kann eigentlich gar nicht als Hauptcharakter, als Nebencharakter hier betiteln, sondern eigentlich sind es zwei Hauptcharaktere hier in dem Film. Und neben Bruce Willis macht er hier schon eine gute Figur. Absolut. Also Entschuldigung. Willst? Ja, das ist halt so dieses typische Buddy-Movie, was man auch aus Lethal Weapon oder sowas kennt. Die harmonieren richtig gut, die zwei. Absolut. Das wollte ich noch sagen, genau. Absolut. Nee, das ist auch mein liebster Bruce Willis, weil der ist voll mit Action. Die Action ist ordentlich hart. Es gibt so viel geile Sprüche in diesem Film. Ja, du bist ja unser Sprüche-Experte, du hast damit hier ein paar notiert, weil ich habe das mit den Sprüchen nie so oft. Man hat es im Intro gemerkt. Also mach's nochmal in Schlag dich tot, feiere ich auch immer wieder, ja. Weil es richtig gut ist. Dann natürlich Wuscheltom fand ich sehr geil. Dann Das Wasser ist blau, Frauen haben Geheimnisse, finde ich auch ein Kracher. Aber wo ich mich jedes Mal kaputt lache, ist, wenn er am Anfang mit seiner Frau sich unterhält und er ins Zimmer reinkommt und sagt, ja, ich hätte sie zweimal schon fast erschossen, wenn es um die Tochter geht. Und dann sagt, ja, andere Kinder tragen sich das Make-up auch nicht mit der Spritzpistole auf. Und so weiter und so fort. Und dann Satan, Klaus. Und das sind wirklich so 5 Minuten. Und wie viel bekommt deine Frau auf deiner Nasenskala? Das sind wirklich 5 oder 10 Minuten vollgepackt mit richtig geilen Sprüchen. Mhm. Auch teilweise, wie die zwei sich gegenseitig kappeln so ein bisschen. Ne? Weil er ist ja dieser Footballspieler, der Jimmy. Und Bruce Willis ist ja hier so der schon fertige Detective, der eigentlich dem Alkohol nur noch frönt. Und da kappeln die sich halt auch gegenseitig immer. Das ist auch echt lustig dargestellt. Sprich, Adrian, ja. Du bist zurück. Ja, ich wollte euch gerade nochmal nicht unterbrechen, weil ihr habt mir schon die Worte aus dem Mund genommen. Ich fange mal vorne an. Also für mich ist Last Boy Scout einer der großartigsten Actionfilme der frühen 90er. Ich glaube, nie war Tony Scott besser und selten war Willis besser. Das ist, glaube ich, einer meiner Top 5 in Lieblingsfilme von Bruce Willis. Der Film ist dreckig, verraucht, versoffen, verschwitzt. Ich glaube, die Hälfte der Leute schwitzt die ganze Zeit. Es ist düster, es ist klebrig und sarkastisch, wenn man allein die Sprüche, die gerade schon angesprochen sind von Bruce Willis, der kann eigentlich keinen Satz sagen, ohne dass da irgendwie so ein gewisser Hang von Sarkasmus drin mitschwingt. Und ich schmeiße mich auch jedes Mal weg bei den ganzen Sprüchen. Genau, was Sven gerade schon sagt und auch Sam. Das ist einfach ein absoluter Knaller. Dazu kommen noch die ganzen knallharten Shootouts. Die Action ist einfach Hammer. Die Autobomben-Verfolgungsjagden-Szenen. Dann Fäuste im Gesicht. Wer erinnert sich nicht an die Szene, wo Bruce Willis mit einem Faustschlag jemandem die Nase ins Gehirn reinhaut? Ja? Also, es ist wirklich der Hammer. Also, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus. Ich weiß gar nicht, da ist, glaube ich, eher auf dem Zenit seiner Action-Karriere gewesen, muss ich fast sagen. Ey, ich stimme dir da vollkommen zu. Der macht da richtig coole Action in dem Film. Und wie du auch schon sagst, hier dieses Dreckige, da muss man auch den Kameramann mal so ein Lob aussprechen, weil das ist eigentlich alles richtig gut. Auch dieses kann man Ghetto sagen, wo das mit diesen Stripperinnen und so im Hinterhof, ja, genau. Und so. Das sieht so geil aus. Und diese Stripperin, die muss man ja auch erwähnen, ne? Das ist nämlich Halle Berry in jungen, genau, Jahren. Die hat da nämlich auch mitgespielt. Und also, wie du schon sagst, ist einer der besten, oder man könnte sogar schon sagen, der beste Bruce Willis-Film, ja. Bin ich bei dir. Und er ist so kompromisslos, ne? Also, wenn ich mir allein jetzt die Szene mit Halle Berry angucke, das würde heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so gefilmt. Da wird die auf offener Straße, also von 3 Typen mit halbautomatischen und automatischen Maschinenpistolen durchlöchert. Also, das ist ja der Hammer. Also wirklich, da kennt er wirklich keine Gefangenen, der Film. Das stimmt. Also ich weiß noch, ich habe mal als ich ihn das erste Mal gesehen habe, glaube ich sogar auf Pro7, wo ich glaube 13 Minuten oder irgendwas gefehlt haben und überhaupt nicht irgendwelche Zusammenhänge rausklappustern können. Und da fand ich ihn schon richtig geil. Dann natürlich in der Uncut-Fassung ist es halt echt ein Traum. Ich wollte gerade fragen, weil du bist ja auch unser Uncut-Spezialist. Du hast das ja alles so ein bisschen auf dem Plan, was mal Uncut war und so. Und ich glaube,
Last Boy Scout gab es auch eine Cut-Version hier in Deutschland. Ne? Ja. Der war eine Zeit lang, war er echt nur Cut möglich zu sehen. Außer man hatte natürlich Verbindungen nach Österreich oder so, um sich da den Film zu holen. Genau. Also bitte schaut euch den Film ungeschnitten an, sonst habt ihr keine Freude daran. Definitiv. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und bei dem Film rentiert es sich auch, den ungeschnitten zu sehen, dass da fehlt eine Menge bei der Cut-Version. Es ist nicht so wie bei manchen Filmen, wo ein, zwei Sekunden fehlen, wo man es nicht, wenn man im schlechten Moment oder im falschen Moment blinzelt, das eh verpasst. Hier sind es wirklich viele Szenen, wo rausgeschnitten worden sind in der Cut-Version und definitiv die Uncut-Version schon. Ja gut, der ist jetzt auch runter vom Index, hat so eine FSK 18 und die hat er definitiv immer noch zurecht. Mhm. Ja, ansonsten gibt's ganz nette Trivias und Goofs. Habt ihr was? Nee, ich habe jetzt leider. Nee, was denn? Okay, einmal hätten wir es, dass Tony Scott, Entschuldigung, hasste es, mit Joel Silver zu arbeiten. So erschuf er für True Romance die Figur des Lee Donowitz, diesem Typ, den sie im Auto da mit Kokain erwischen. Mhm. Und das war so, dass er auch den Schauspieler so hinbekam, dass er wirklich auch Silver ähnlich sah. Und okay. Das praktisch dann halt so auf die große Leinwand präsentiert hat, um Silver nochmal extra zu ärgern. Dann hätten wir noch die Szene mit der 650-Dollar-Hose, wo Willis den guten Waynes fragt, wie viel die Hose kostet, und er fragt, ob da eine Mikrowelle drin ist. Oder Fernseher war es, ne? Fernseher, glaube ich, ja. Und das ist eigentlich ein Dialog zwischen Roger und seiner Tochter aus Lethal Weapon. Ah, okay. Ich weiß zwar nicht, in was für einem Zusammenhang, das konnte ich leider nicht erfahren, aber das war so eine der, dachte ich noch, ah, guck mal an, da wird alles nochmal benutzt und recycelt und irgendwo eingebaut. Ich wüsste auch nicht, ob das da funktioniert, weil ich meine, Roger ist jetzt auch bei Lethal Weapon jetzt nicht superreich, sondern eher Mittelstand, würde ich sagen. Es ist ja so ein Running-Gag bei Lethal Weapon. Ich glaube, in einem Film wird ja auch da immer noch ein bisschen mit kokettiert, dass Roger irgendwie eine zusätzliche Geldquelle irgendwo hat. Ich weiß aber nicht, welchen Teil. Im dritten, ja. Und dann hätte ich noch, dass eigentlich Mel Gibson vorgesehen war für die Rolle des Jimmy Dix und Jack Nicholson als Hallenbeck. Ui, okay. Hä? Nee, das hätte nicht funktioniert. Also Nicholson hätte ich mir vorstellen können, hier den McCone zu spielen, den ja. etwas korpulenteren ja. Bösewicht. Das hätte ja. funktioniert. Ja. Das stimmt. Und das Wort Fuck kommt 102 Mal vor. Okay. Sonst auch wenn du Zahlen hast, hast du auch einen Buddy-Count? Wie viel da sterben in dem Film? Nee, einen Buddy-Count habe ich tatsächlich nicht. Weil rein vom Gefühl her wird da schon richtig auf die Kacke kauen, was Buddy Count. Also rein vom Gefühl her, ich habe es natürlich nicht mitgezählt. Nee, da habe ich keine Zahl da dazu. Da habe ich irgendwie blöderweise nicht geguckt, muss ich zugeben. Ja, okay. Aber es sterben auf jeden Fall viele Leute. Also es gehen schon einen Haufen drauf, ja, das stimmt. Ja. Ich würde nochmal gerne was zu den Bösewichten sagen. Die sind ja auch hier total super charismatisch. Einmal hier Noble Willingham als dieser McCone, der Boss dieser Footballmannschaft, und dann auch Taylor Negroon als, jetzt weiß ich gar nicht, wie er heißt, sein Handlanger. Die sind ja wirklich sowas von fies und scheuen auch nicht davor zurück, da Damon Wayans am helllichten Tag mitten in der Innenstadt von L.A. ist es, glaube ich, einmal über eine Brücke zu schmeißen vor lauter Leuten. Also die Szene, die war ja auch Wahnsinn, ne? So, nicht so im Dunkeln oder sowas, die schmeißen ihn einfach von der Brücke runter. Also das sind wirklich ein paar Leute ausgegraben, die wirklich ein super Gegenpart sind zu Willis und Wayans, finde ich. Ja, sie haben es, also es ist wirklich absolut super durchgecastet, definitiv. Ja. Aber ich sehe gerade, dass da gar nicht so viel sterben. Echt nicht? Nee. Also wie gesagt, das war nur vom Gefühl her, hatte ich so, also, dass es schon einige sind, wo da drauf geht. Bruce Willis sind es 15. Ja, ich meine, es ist schon viel, aber ja. Naja, dann haben wir noch 20, ja, so an die 26, 28 sterben. Ich dachte auch, es werden mehr. Ja, okay. Ja, ist trotzdem cool. Aber ich meine, es ist trotzdem anständig, ja. Ja. Gut, habt ihr noch was zu... Tatsächlich finde ich noch die Endszene, wir wollen ja nicht spoilern, deswegen umschreibe ich es ja ein bisschen, aber die, wo der Bösewicht sein Geklautes zurückfordert, oder und
Die war auch mega gut gemacht. Auch gut inszeniert, fand ich, weil man hatte so die ganze Zeit nicht so das Gefühl, dass man schon als Zuschauer mitbekommt, worauf es hinausläuft, sondern man wird wirklich auch selbst überrascht. Das stimmt. Das finde ich auch. Also es ist kein abgespulter Actionfilm, sondern der hat tatsächlich eine Story, die auch Sinn ergibt. Mhm, genau. Und was ich lustig fand, ist, dass man eine Schrotflinte mit in ein vollbesetztes Stadion reintragen kann, ohne dass jemand einkontrolliert. Ja, das. Aber das sieht man halt wieder, dass es Anfang der 90er war. Ne? Also, da waren Waffen noch überall erlaubt. Da war Raucher wurden rausgeschickt, aber eine Schrotflinte, ja, komm rein. Ja, wobei, also ich weiß noch damals, als ich noch geraucht habe und wenn der Film lief, habe ich, weil ich meine, die rauchen da die ganze Zeit. Ja. Und da hockst du dann da links, oh geil, das animiert dich so dermaßen zum Rauchen, das gibt's gar nicht. Aber es war bei Stirb langsam auch, jedes Mal, wenn der nie irgendwie, oh geil, kippen, da hast du gedacht, oh geil, eine Kippe, ja, jetzt rauche ich auch eine. Hm. Gut, sollen wir weitermachen zum nächsten Hüpfen? Wollen wir keine Punkte vergeben? Ach Gott, war schon zu schnell. Sorry, ja, Punkte. Was vergeben wir denn? Wie wäre es mit gebrochenen Nasen? Genau, okay. Das ist okay. Super. Schießt los. Okay. Ja, ich würde den Gastvortritt lassen. Okay. Ja, was soll ich sagen? Also einer der großartigsten Actionfilme der 90er Jahre. Willis in Topform. Willis. Sozusagen eine versoffene Version von John McClane. Knallharte Action, ein Film, der permanent unterhält, keine Hänger hat. Ich kann mich nicht an nichts erinnern, was jetzt langweilig war. Eine relativ clevere Geschichte auch, im erweiterten Sinne so was mit Glücksspiel zu tun hat. Und tollen Bösewichten. Das ist einfach ein super Film. Ich glaube, ich gebe 4,75 gebrochene Nasen und noch ein Sympathienäschen dafür, dass Bruce McGill mal wieder dabei ist. Ein sehr kompetenter Nebendarsteller, den wir auch schon woanders an anderer Stelle schon hatten. Also 4,75 gebrochene Nasen. Ja, da gehe ich fast mit dir. Ich bin nicht ganz so hoch wie du, aber ich bin auch im hohen Bereich. Ich finde es auch einer seiner besten Filme von Bruce Willis. Ich finde, in dem Film passt alles. Um die Story von dem Film, bildtechnisch, die Sprüche, wo sie gegenseitig sich an den Kopf schmeißen, wie sie miteinander umgehen. Dieses Buddy-Movie-Film kommt richtig rüber. Man hat so richtig das Gefühl, dass sie zusammenwachsen. Am Anfang mögen sie sich ja so mehr oder weniger gar nicht. Und am Schluss sind sie so die besten Kumpels. Und bin im Ganzen dann bei 4,5 gebrochene Nasen. Doch, bin ich 4,5, ja. 4,5. Ich gebe 5 von 5 gebrochene Nasen. Für mich ist das Highlight des Buddy-Movies. Hat auch keine Längen, nur geile Sprüche, geile Action, super gedreht, super Chemie zwischen Waynes und Willis und der Rest passt halt auch. Böse, böse, böse Menschen bekommen ihre Rechnung serviert. Super Film, absolut. Gut. Gut. Zum nächsten? Jawohl. Ja. Okay. Der nächste Film, den wir hier aus unserer Ecke gekramt haben, ist Striking Distance, tödliche Nähe. Aus dem Jahre 93, geht 102 Minuten. Regie führte Rowdy Harrington. Wir hätten als Stars Bruce Willis und die gute Sarah Jessica Parker und einen Tom Sizemore noch. Der Inhalt, ja, das mache ich. Oh, das machst du? Okay. Das mache ich. Oder wolltest du? Nee, mach. Okay. Dann mache ich es beim letzten. Der Inhalt ist, ja, der Serienkiller ist gefasst. Tom Hardy, ein Cop, glaubt aber nicht daran. Er vermutet, der Killer ist ein Polizist, was ihm gerade nicht sehr viele Freunde bereitet. 2 Jahre später geschehen wieder Morde und zusammen mit seiner neuen Partnerin begibt er sich auf die Jagd zu Wasser, da er bei der Wasserpolizei arbeitet. Ja, kurz und knapp, wie schaut's aus? Sam, schieß los. Ja, was soll ich sagen? Das war meine Erstsichtung. Ich hatte den vorher noch nie gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Und dass dann hier Sarah Jessica Parker mitspielt, das war schon so die erste Überraschung für mich. Was? Was macht die da drin? Gut, sie ist halt eine gute Schauspielerin. Ich würde sagen, sie ist an sich eine gute Schauspielerin. In dem Film finde ich sie jetzt nicht so stark. Ich finde, sie ist ein bisschen schwach. Ich weiß auch nicht, ob das einer ihrer ersten Filme ist. Ich weiß nicht, ob du mir da weiterhelfen kannst, Sven, ob sie davor schon einiges gemacht hat. Ich glaube, die hat vorher schon einiges gemacht. Ich glaube aber eher Fernseher. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, muss ich dir sagen. Okay, heutzutage ist sie auf jeden Fall eine sehr gute Schauspielerin. Man verbindet ja Sex and the City automatisch mit ihr. In dem Film fand ich sie ein bisschen schwach. So. Das ist so mein Eindruck. Ich finde es auch lustig, dass
ich weiß gar nicht mehr genau den, wie gesagt, ich habe nur einmal gesehen bisher den Film, warum er dann zur Wasserschutzpolizei versetzt wurde. Wurde ihm der Tod von seinem Vater selber angehängt oder warum war das nochmal? Ja, er wird ja degradiert. Dadurch, dass er ja immer sagt, dass die Polizei ist, wollen sie ihn ja eigentlich aus dem Weg haben. Ja, genau, so war das, genau. Naja, und er lebt auf so einem Wasserboot, Haus. Hausboot. 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 Wasserboothaus. Wasserboothaus. Okay. Hausboot, genau. Und ich finde auch, wie schnell die in der Kiste landen, die zwei. Neuer Partner, hier hast du zwei, oh, wir haben zwei Leichen gefunden und so, oh, jetzt sind wir uns fein, steigen wir zusammen in die Kiste. Fand ich alles sehr schwierig. Auch die Auflösung, worauf ich jetzt auch nicht genauer eingehe, fand ich in dem Film sehr schwach. Also unterm Strich, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Film. Ich hatte mir echt mehr erwartet. Vielleicht bin ich da aber auch allein. Ich weiß nicht. Adrian, wie siehst du das? Ja, also du bist auf jeden Fall nicht allein. Ich würde erstmal vorneweg sagen, wir wollten diese Folge hier schon zu einem früheren Zeitpunkt aufnehmen, aus unterschiedlichen Gründen, dass das nicht funktioniert. Und ich hatte den Film dann schon mal gesehen. Und jetzt kurz vor der Vorbereitung auf die Aufnahme habe ich festgestellt, dass mein Gedächtnis schon wieder so viel aus diesem völlig belanglosen Film gelöscht hatte, weil das wirklich eine absolute Enttäuschung für mich war. Ich muss mich da leider ein bisschen auskotzen, sag ich mal. Weil das wirklich im Vergleich zu dem Film, den wir vorher hatten, auf allen Ebenen mindestens eine Ebene schwächer ist. Es ist ein völlig belangloser Thriller, den man sofort vergisst. Der hat einen Krimi-Plot, der kaum verfolgt wird. Also diese ganze Geschichte, die Sven eben schon sagte, mit dem Frauenmörder, der dann wieder zuschlägt. Da wird überhaupt nichts zu gesagt zu den Ermittlungen. Man sieht Bruce Willis immer nur, wie vor irgendwelchen Plänen, Landkarten sitzt. Und ansonsten gibt es da einfach nicht viel. Ne? Die Action ist kaum erwähnenswert. Es gibt kaum irgendwelche Szenen, die man da nennen könnte, die wirklich reinhauen. Und es gibt auch ein paar Szenen, die einfach nur merkwürdig sind, nicht reinpassen. Also es gibt eine Szene, wo er mit Sarah Jessica Parker zusammen eine Razzia auf einem Boot durchführt, die überhaupt null mit dem Plot zu tun hat. Ja, da werden irgendwelche Drogenhändler hochgenommen oder sowas, aber das war für mich wie Füllmaterial. Das hatte überhaupt nichts mit dem Plot zu tun. Und die Verfolgungsjagd, wir haben auch gerade schon von Last Boy Scout, wir hatten ja gesagt, da gibt es tolle Verfolgungsjagden. Und hier bei diesem Film gibt es am Anfang eine Verfolgungsjagd, die erinnert mich so ein bisschen an so 80er-Jahre-Buddy-Cop-Komödien. So fehlt hier nur noch so Dick-und-Doof-Musik, weil das war so, also aus meiner Sicht war das so slapstickhaft inszeniert. Also einfach im Großen und Ganzen für mich eine ganz große Enttäuschung. Das muss ich erstmal so vorneweg sagen. So, und jetzt dürft ihr den Film noch mal in Schutz nehmen. Die Frage ist, meinst du die Verfolgungsjagd, wo sie nach Wasserschutzpolizei mit ihrem Boot auf dem Fluss entlang brettern und am Rand vom Fluss fahrt es ab? Nein, ich meine die Szene ganz am Anfang, wo sie den Frauenmörder jagen, ja. Und der dann in einer spektakulären Szene, er fährt rückwärts vor ungefähr 150 Polizisten davonkommt. Also das war da habe ich mich schon gefragt, ist das jetzt Komödie oder was? Ja, weil teilweise auch diese Verfolgungsjagd, die ich jetzt beschrieben hatte, die fand ich so lächerlich. Ja, die auch. Weil das Auto, das kann doch jederzeit rechts abbiegen. Was wollen die dann mit dem Boot machen? Wollen die dann Wasserschutzpolizei à la hier Autobahnpolizei drüber springen und in den Fluss nebendran rein? Vielleicht haben sie auch Räder unterm Boot, das weißt du doch nicht. Okay. Also ich fand auch die war sehr lächerlich. Ja. Also ich muss sagen, da bin ich jetzt auch der Einzige, ich weiß, ich finde gar nicht so schlecht. Okay. Er hat viele, das stimmt, er hat viele Löcher, der hat viel Sachen, wo du denkst, warum, wie gesagt, mit dem Auto, ne, immer wieder, ich denke, halt, bieg doch ab, dann hast du die Dose weg, ja. Aber er hat, ich weiß nicht, irgendwie hat er trotzdem für mich einen gewissen Unterhaltungswert. Das ist genauso wie bei Stallones Detox, der auch immer bis zur Unendlichkeit runtergeputzt wird. Und ja, den kann man sich aber trotzdem, also wenn der mal kommt, ab und zu, also jetzt nicht was man sich irgendwie im Jahr zwei, dreimal angucken kann, aber wenn der mal läuft, dann schaue ich auch mal wieder rein und bleib auch meistens mal hängen. Und so geht's mir mit Striking Distance auch. Ich mag halt Tom Sizemore sehr, sehr gern, auch wenn er hier eher die kleinere Rolle hat. Aber es ist halt auch so, dass Striking Distance eine ziemlich bewegte Produktion hat. Deswegen, das sieht man den Film auch wirklich an. Weil, wie meinst du, bewegte Produktion? Ja, also ist da was eigentlich sollte Ed Harris Tom Hardy spielen. Dann wurde es nochmal umgeschrieben auf Robert De Niro. Der hat dann gesagt, er hat auch keinen Bock drauf. Bis dann als letztes dann Bruce Willis kam. Aber Bruce Willis also auch wieder nicht die Erstbesetzung. Richtig, ja. Und der hatte beim Testscreening wohl katastrophale Bewertungen bekommen. Und dann haben sie viele Sachen nachgedreht.
Okay. Und er war trotzdem ein Flop. Dann hätte ich gerne die Ursprungsversion gesehen. Ja, das ist, ich meine, bei Detox, ich weiß nicht, ob der bei uns irgendwann mal kommt, da gibt es wohl auch tatsächlich sowas wie die Uncut-Workprint-Fassung, die sie jetzt, glaube ich, auch sogar offiziell veröffentlichen wollen, oder sie haben es schon. Da würde es mich halt auch mal interessieren. Aber bei Striking Distance, ja, das war halt so diese Thriller-Welle, die mal in diesem Jahr und drauf folgender hatte, wo sie sich auch gerne mal, auch so die Actionstars, wie jetzt auch Sly, auch so in diese Serienkiller waren da halt auch eher mal innen, ne? Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass das meine Erstsichtung war, halt im Jahre 2021. Ich weiß nicht, wann du den ersten Mal gesehen hattest. Oh, vielleicht liegt da auch so ein bisschen noch die, wie du schon sagst, die Zeit damit. Ja. Also, weil damals war das natürlich so gang und gäbe, diese Art von Film. Heutzutage, wenn man den zum ersten Mal sieht, denkt man sich, was war das jetzt? Aber ich habe hier gerade noch einen Punkt gefunden. Nämlich selbst Bruce Willis fand den Film scheiße. Ist doch entschuldigt. Ja, aber er hat... Bruce Willis entschuldigte sich bei einem Auftritt in der Talkshow On the Record with Bob Costas im Mai 2004 bei den damaligen Kinobesuchern und sagte, der Film war Miss. It sucked. Ist denn auch belegt, wie oft sich Bruce Willis hinterher noch entschuldigt hat? Ganz genau. Der hat sich nämlich nicht nur für Striking Distance entschuldigt, sondern auch für andere Sachen. Ja, das stimmt. Aber gut, jo. Also was ich dem Film noch zugutehalten will, will ja nicht alles schlecht machen. Der hat eine Menge Typen, die ich gerne in Filmen sehe. Dennis Farina, Tom Sizemore ist schon angesprochen worden, Brian James, auch so ein Nebendarsteller mit einem markanten Gesicht, den man auch öfter mal in Actionfilmen gesehen hat. Mhm, richtig. Also der Film besteht ja zu 99% aus Cops. Ne? Und die bringen die auch alle glaubhaft rüber. Und wenn man das Gefühl hat, wenn man den Film gesehen hat, sind die alle korrupt, böse, fluchen die ganze Zeit nur rum. Also entspricht natürlich der Wahrheit. Nein, Spaß. Diesen Polizisten nicht so. Aber da, also die Typen, die gucke ich mir gerne an. Nur wenn das Ganze so eingebettet ist in so eine 0815-Geschichte, die eigentlich total belanglos und uninteressant, also größtenteils ist, dann habe ich auch gar keine Lust, sich das noch ein zweites Mal irgendwie anzugucken. Ich bin auch froh, dass da keine Reihe draus geworden ist. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Hattet ihr, während ihr den Film geschaut habt, nicht so nach, weiß ich, eine halbe Stunde schon, oder sage ich, ja gut, er geht ja nun 98 Minuten, aber habt ihr nicht nach kürzester Zeit schon so eine Vorahnung gehabt, was der Plot ist von dem Film? Ja. Weil wo der Plot nämlich letztendlich im Film kam, da dachte ich mir, ja, irgendwie wusste ich das schon, dass das so kommt. Ja, natürlich. Ich meine, der ist super vorhersehbar. Ja. Gab ja nicht viele Möglichkeiten bei der Auflösung, wer jetzt dafür was verantwortlich ist. Ne? Also naja. Deswegen... Nein, also es war, Vorhersehbarkeit ist ein Punkt, aber es ist einfach so ein Film, wenn du jetzt vor einem Regal, oder sagen wir mal so, du triffst dich mit deinen drei besten Kumpels nach der Corona-Zeit mit Popcorn, Bier und einem irgendwie eine Pizza oder sowas und dann denkst du so, was gucken wir denn heute? Also wenn da einer meiner Freunde tödliche Nähe vorschlägt, dann müssen wir reden. Da nehme ich dann doch lieber Last Boy Scout raus. Ja, natürlich. Ja, das ist, aber ich, wie gesagt, also mich unterhält er trotzdem noch. Ja, er ist halt definitiv nicht der Film, wo man als erstes wählt, wenn man so einen Kumpelabend mit Bierchen und Popcorn macht. Das ist der nicht. Nee. Und ich, also natürlich hätte er auch ein paar mehr, also die Story hätten sie nochmal überdenken sollen vielleicht. Und halt mehr, ein bisschen mehr Thriller reingebracht. Dann wäre das ein spannendes, ja, 0815-Filmchen geworden. Und nee, er ist trotzdem natürlich auch 0815. Also es gibt jetzt keine Szene außer Jessica Parker im Schwimmanzug. Aber ansonsten, und vielleicht, wenn er mit der Lois-Pistole aufs Auto schießt. Aber sonst kann ich mich da auch an ganz viele Sachen nimmer erinnern. Die werden dann gestrichen. Aber ja, wie gesagt, also Vollkatastrophe fand ich das jetzt nicht. Da gibt es deutlich Schlimmeres. Also dieser Drehort, den fand ich ganz charmant. Das war Pittsburgh, glaube ich. Und das ist immer was anderes als ständig New York oder L.A. Das wird mal ganz nett richtig. Gewesen, mal so als Abwechslung. Das stimmt. Also da gebe ich dir recht, Sven, er ist kein Typ Juris-Film. Also da ist er weit entfernt von. Da stimme ich dir schon zu, ja. Vielleicht wird ja Cosmic. Was war es Cosmic Sin? Vielleicht ist das ja ein Tiberius-Film. Oh je. Oh Gott, deswegen, ich will es nicht hoffen. Egal. Habt ihr noch was? Oder sollen wir zu den Punkten kommen? Kommen wir zu den Punkten. Ja, wir können tatsächlich zu den Punkten kommen, ja. Was nehmen wir? Puh, schwierig. Bei dem Film ist echt. Ist was Charismatisches aus dem Film, was man nehmen könnte? Polizeiuniform. Ich hätte Polizeimarke. Oder Badehöschen. Badehöschen. Oh. Badehöschen. Hey. Badekappe, Badehöschen.
Badehöschen. Ja. Schießt los. Ja, nehmen wir Badehöschen. Ja, dann fange ich mal an. Bei mir ist es eigentlich kurz und knapp. Ich fand, es war meine Erstsichtung und ich war so ein bisschen enttäuscht. Kann aber auch daran liegen, dass ich es halt jetzt erst im Jahr 2021 gesehen habe und nicht damals zu den 90ern. Und finde Bruce Willis, ja, er macht halt seinen Bruce Willis. und Sarah Jessica Parker fand ich jetzt auch nicht stark. Deswegen würde er von mir tatsächlich nur zwei ganz knappe Badehöschen bekommen. So, ich bin durch. Okay. Adrian? Soll ich weitermachen? Okay. Ja, ich habe eigentlich schon alles gesagt zu meiner Meinung zu dem Film. Ist eine riesen Enttäuschung gewesen. 1,5 ausgeleierte Speedo-Badehöschen von mir. Jetzt muss ich mich da irgendwo zwischen reinquetschen. Von mir kriegt er auch 2 Badehöschen. Ich finde ihn nicht schlecht, ich will jetzt nicht sagen gut. Er hat ein paar interessante Aspekte, die auch nicht zu Ende gedacht worden sind. Gut, ob man da jetzt sagte, man schiebt es der Produktion in die Schuhe, weil es ja vorher anscheinend einen riesen Hickhack gab und viele Nachdrehs. Ja, gut. Also wenn man natürlich einen Stapel anderer Filme vorne dran liegen hat, greift man natürlich zu anderen Sachen, aber so schlecht finde ich jetzt auch nicht. Ja, und bei dir sind dann auch Hello Kitties drin. Hello, gar geil, ja. Ich hab so einen ganz engen Badeanzug. Ich hab einen Badeanzug. So. Ein Badeanzug. Vom Borat? Nee, den hast ja du schon aus Knusperperlen. Da muss ich mir schon was anderes einfallen lassen. Ich guck mal, ob ich irgendwas in einem Lack- und Ledershop finde, was ich anziehen kann. Ich habe tatsächlich zu meinem, das ist jetzt eine Off-Story, die ich kurz einpräge. Ich habe zu meinem 30. Geburtstag von meinem besten Kumpel, weil ich dem erzählt habe, dass im Fitnessstudio wir alles tragen dürfen. Ah. Und dann hat er gemeint, ja, wirklich auch oberkörperfrei. Und dann hat er, bei uns im Fitnessstudio damals war das so, da durfte man auch oberkörperfrei, Hauptsache die Nippel sind bedeckt. Doch, ist so, da hieß es in der Hausordnung, die Brustwarzen müssen bedeckt sein und halt das Genital. Ansonsten ist es egal. Ich bin gespannt, wo die Geschichte hinführt. Und dann oh mein Gott. Hat mein bester Kumpel gesagt, so ist das, alles klar. Dann schenkt er mir eine eingepackt, ich mache auf, war eine 007, hier, wie hieß der erste vom Craig? Casino Royale. Casino Royale, genau. Und dachte, oh cool, den habe ich noch nicht. Das war eine DVD noch damals. Mach die Hülle auf und was ist drin? Ein Borat-Anzug in Schwarz-Rot-Gold. Geil. Und dann habe ich gesagt, was soll das? Und dann hat er gemeint, du hast zu mir gesagt, ihr dürft trainieren in allem, was ihr wollt. Hauptsache, die Nippel sind bedeckt. Und ich will dich mit diesem schwarz-rot-golden Borat-Anzug will ich dich trainieren sehen. Jetzt kommt die wichtigste Frage, hast du es getan? Ich habe ihn dann angezogen gehabt, aber da waren wir ja noch im Privaten. Also, aber während dem Training habe ich ihn nicht angezogen. Nein. Hast du Fotos? Nein, leider nicht. Obwohl, ich müsste mal meinen Kumpel fragen, weil der hat ein Foto gemacht, ob der noch das vielleicht... Passt du denn da noch rein in den Anzug? Adrian. Ja. Stummschalten. Wir waren mal Kumpels. Ja. So, eine kleine Geschichte von mir. Mhm. So, weiter. So, mal zum nächsten. Ja, genau. So viel zum Thema Bob. Ja, gehen wir zum nächsten. Bevor hier alle so heiß werden, dass nichts mehr geht. Also... Der nächste und letzte Film, den wir heute in unserem Repertoire haben, ist The Sixth Sense. Aus dem Jahre 99 geht 107 Minuten. Jetzt muss ich es machen, verdammt. Night Shyamalan. Dankeschön. Genau. In den Hauptrollen hätten wir natürlich Bruce Willis und Harley Osman. So, Sam. Du wolltest unbedingt da die Inhaltsangabe machen. Ja, weil ihr immer so geil drauf seid, wenn ich Inhaltsangabe mache. Aber ich halte mich kurz. Und zwar haben wir hier in dem Film es geht um den Kinderpsychologen Malcolm Crowe, der nach einem Vorfall ungefähr ein Jahr später zu Hale Osment, in dem Film heißt er Cole Sear, angesetzt wird. So, und mehr sage ich nicht, weil jedes weitere Wort wäre ein Spoiler. Okay. Also er muss zum Cole und einfach dem sprechen, weil die Mutter, glaube ich, von ihm irgendwie, dass er so, wie es Kinder halt haben, ne, diese, wie sagt man, heimliche Freunde, ne, wie nennt man das? So Fantasiefreunde oder was? Fantasiefreunde hat, ja, und er soll halt als Kinderpsychologe rausfinden, woran es liegt, ob er irgendwas nicht verkraftet oder irgendwie, woran es halt liegt, dass er diese Fantasiefreunde hat, so. Okay, so. Jetzt versucht mal ohne Spoiler.
Boah, das ist schwer das bei den Filmen. Ja, bei den Filmen wird es schwer. Ja, ich war, ihr müsst, ja, natürlich. Aber es gibt, geht schon. Okay. Wie hat euch der Film gefallen? Soll ich zuerst? Ja, mach du mal. Also in der Reihe der Filme, die wir heute besprechen, ist das ja natürlich mal was ganz anderes. Kein Action-Kracher mit viel Explosion, sondern ein ruhiger Psycho-Thriller, sag ich mal. Mit einem Bruce Willis mal als Psychologen und einem jungen Darsteller Haley Joel Osment, der aus meiner Sicht total überzeugend diesen Jungen rüberbringt mit den, sag ich mal, Visionen oder psychischen Problemen. Und also das ist vom Aufbau her jetzt kein spannender oder sagen wir mal so über Jumpscares bordender Thriller, sondern hat einen ruhigen Spannungsaufbau, erzählt in ruhigen Bahnen so eine Geschichte und baut sich dann langsam zu einem Finale auf, was dann diesen ja vielen schon bekannten Plot-Twist oder eine Auflösung herbeiführt, die beim ersten Mal schauen wahrscheinlich für alle total überraschend ist. Und genau. Richtig. Das Ding ist, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das Ding ist, wenn man den Plot vorher schon weiß, ist der Film überhaupt gar nicht mehr interessant, aber teilweise manche Situationen, wo in dem Film vorkommen, wie zum Beispiel das Essen zwischen ihm und seiner Frau, da passiert ja was, macht dann im Nachhinein, wenn man weiß, was der Plot halt ist, ganz anderen Sinn als in dem Moment, wo man es sieht. Und ich versuche echt jetzt da drum zu kommen, ohne zu spoilern, das zu erklären. Das ist echt schwierig bei dem Film. Und weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hat der Film bei euch dann nochmal die Wirkung, wenn ihr den schon mal gesehen hattet, nachdem ihr den wusstet, wie es ausgeht und was eigentlich der Plot von dem Film ist? Das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Bei mir funktioniert der nimmer. Das war meine, das wäre, das ist nämlich, ja, das, Entschuldigung, Herr Machtung. Nee, wollte gerade sagen, genau, das ist nämlich mein Ding. Ich finde, Shyamalan macht das hier eigentlich gut, aber es funktioniert. Das ist wie ähnlich mit diesem Johnny Depp-Film, Geheime Fenster heißt das, glaube ich. Mhm. Das ist genau das Gleiche, der funktioniert nur einmal. Wenn man dann gesehen hat und kennt diesen Plot, die Auflösung, dann macht er beim zweiten Mal nicht mehr so viel Spaß. Man erkennt dann ein paar Hinweise schon, okay, ach, das habe ich übersehen, stimmt, da gibt es ja den Hinweis schon darauf oder das gibt den Hinweis darauf, aber er macht dann halt nicht mehr so viel Spaß wie beim ersten Mal schon. Das ist so mein... Ich würde auch sagen, also die Frage hätte ich euch auch gestellt, funktioniert oder erstmal kanntet ihr, bevor ihr das erste Mal den Film geschaut habt, schon das Ende, weil das war ja, wurde ja gespoilert sofort, als der Film rauskam quasi. Das war ja quasi schon bekannt, bevor der Film eine Woche im Kino lief. Und funktioniert der Film dann noch bei euch? Ihr habt schon gesagt, das funktioniert weniger, aus meiner Sicht auch. Und wenn man einen Film so aufbaut, dass man da so ein Knallende hat, dann muss man es auch irgendwie hinkriegen, dass man das so inszeniert, dass auch beim zweiten Mal irgendwie spannend ist. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel Last Boy Scout, den kann man sich 10-mal angucken und würde nicht sagen, oh, ich kenne das Ende schon, würde ich jetzt nicht nochmal sehen. Bei diesem Film ist es so, er hat natürlich ein knaller Ende, aber wenn man sich dann den zweiten, drittes Mal anguckt, dann merkt man so, okay, dann aus meiner Sicht zumindest, ist da ansonsten jetzt nicht so ganz viel, was mich jetzt noch an den Film bindet. Also er hat eine schöne Erzählweise, es ist eine bedrückende, düstere Atmosphäre. Und er erzählt ja so ein bisschen die parallele Geschichte. Also einmal Bruce Willis in der Beziehung zu seiner Frau, die so ein bisschen wackelig ist oder schwierig ist. Und einmal die des Jungen mit seiner Mutter. Das ist ganz interessant erzählt, ne? Und führt ja auch irgendwann zusammen. Und die Atmosphäre ist auch bedrohlich irgendwie auf irgendeine Weise. Man weiß es ja erst nicht. Es wird ja irgendwie erst hinterher aufgeklärt, was jetzt eigentlich das Problem des Jungen ist. Aber aus meiner Sicht ist so das erste zwei Drittel, würde ich schon fast sagen, des Films richtig zäh. Also da passiert ja jetzt nicht viel. Ne? Ja. Das ist so, wie du schon am Anfang gesagt hattest. Es ist halt so nicht das typische Bruce Willis-Ding. Er versucht hier mal auf Charakterschauspiel zu machen, wobei er während dem Film die ganze Zeit das gleiche Gesicht zeigt. Also er ist immer in dieser, ich würde schon fast sagen, Schockstarre. Er guckt ja immer gleich, man sieht ihn kaum lächeln oder erbost oder sowas. Er ist immer dieser Stocksteife, das kann ich nicht sagen. Ja. Aber wenn man den Film geschaut hat, also nachdem dem Plot, macht das Ganze aber auch wieder Sinn, finde ich. Aber ich bin auch bei dir teilweise oder überhaupt bei dir, dass er beim zweiten Mal schon diesen Impact nicht mehr hatte. Ja. Und das ist halt echt schwierig bei dem Film, weil an sich ist die Story mit dem Plot richtig geil. Ja, das stimmt. Mhm. Das muss man sagen. Aber beim zweiten Mal schauen ist halt natürlich schon wieder Kacke. Was man sich beim zweiten Mal, also ich habe wir waren in der Premiere drin gewesen und da wusste ich noch nichts vom Ende und
war halt, ja, warst im Kino. Genau. Und bist raus, hast dich drüber unterhalten und hast dann ein bisschen alles so zerpflückt und so. Ich meine, damals hast du ja auch, gab es halt nur die Videothek und da bist du halt auch überall hingegangen und irgendwo lief immer Sixth Sense. Und da war es dann schon so, dass ich mir bewusst dann auch nochmal ein zweites Mal tatsächlich angeguckt habe, aber einfach um zu schauen, ob du vorher gewisse Hinweise schon kriegst. Mhm. Du hast ja auch das Essen angesprochen und so Sachen halt, um einfach mal zu sehen, okay, hm. Und damals ist mir schon aufgefallen, dass die Kamera ziemlich geil ist. Ja, ja. Weil richtig. Sie so viel Aufschlüsse gibt und von der Kameraführung her auch bei Gesprächen langsam hingeht, langsam weggeht. Ja. Und die Kamera dient ja praktisch wirklich als Objektiv für den Zuschauer. Ja. Es wird nicht nur einfach hingestellt und es wird gefilmt, sondern du fühlst dich wirklich so mit hineinversetzt. Und das macht das Ganze auch sehr, sehr gut. Aber es ist halt wirklich so, wenn du halt dann ja zweimal gesehen hast und beim zweiten Mal denkst, okay, dann stimmt es schon. Ja, er ist teilweise wirklich ein bisschen zäh. Und ja, dieser Knalleffekt am Schluss. Ja, das war's dann. Also im Gegensatz zum Beispiel bei Sieben, den ich auch wirklich, wirklich liebe. Und es ja auch so ein knaller Ende gibt, zwar nicht so wie hier, aber das auch schon bitter ist. Den kann ich. What's in the box? Genau, den kann ich mir öfters angucken. Ja, da reißt mich die Atmosphäre noch mit und allem drum und dran. Das ist hier tatsächlich nicht mehr so. Ich habe mir jetzt auch nochmal angeschaut und da war ich schon teilweise ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. Wobei beide wirklich eine super Leistung hinlegen und das. Ich beiden auch alles abkauf, aber du weißt doch, was es zusteuert und ja, das ist, ja. Da. Aber findet ihr denn, dass wenn die Bombe, sag ich mal, geplatzt ist, wenn der Junge sagt, was sein Problem ist, also ich fand, dass der Film dann doch so ein bisschen Fahrt aufnimmt und es gibt so Szenen, die mich dann doch beeindruckt haben, ne? Wenn gewisse Dinge dann zum Vorschein kommen oder gewisse, wie soll ich das jetzt ohne zu spoilern sagen? Ne? Das ist schwer. Wenn dann zu sehen ist, was vorher nur der Junge gesehen hat, also ne, was man so sehen kann, dann gibt es zum Beispiel so eine beeindruckende, aus meiner Sicht beeindruckende Beerdigungsszene, wo Cole und der Doktor da sind und dann dafür sorgen, dass ein Mord aufgedeckt wird an einem Mädchen. Und das hat mich wirklich beeindruckt, das muss ich sagen. Und auch am Ende, wo Cole sich seiner Mutter offenbart, in der Szene, wo die im Auto sitzen und dann sagt, was das Problem ist. Also das fand ich wirklich, da muss ich sagen, da hatte ich schon so ein Kloß im Hals, sag ich mal, weil das war wirklich eindrücklich. Und ich will jetzt schon vorgreifen, ich tue mich jetzt bei der Bewertung echt schwierig, weil ich muss ja irgendwie den Film bewerten in der Sichtweise, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Wenn ich jetzt zweite, dritte Mal gucke, dann ist er wesentlich schlechter eigentlich, kommt er weg. Aber müssten wir ja gucken, dass wir irgendwie so ein, oder ich zumindest würde sagen, dass das sinnvoller ist, den Film so zu bewerten, als würde man ihn gar nicht kennen. Das Ding ist halt, der Film ist vom Aufbau her, wie ihr schon sagt, ziemlich flach. Dann kommen oder langsam, sagen wir lieber langsam, nicht flach. Und auch die Szenen, wo du jetzt beschrieben hast, die sind auch gut in Szene gesetzt und der spielt mit der Kamera, wie der Sven schon gesagt hat. Und dann diese Szenen, wo im Nachhinein eigentlich gerade diese Restaurantszene, wo dann auch Sinn ergeben, wenn man eigentlich den Plot schon kennt. Aber wenn man den Plot schon kennt, ist er halt langweilig. Und da bin ich auch völlig bei dir. Das ist ziemlich schwierig zu bewerten, was man dem Film jetzt geben könnte. Weil wenn ich den jetzt mit meinem Ersteindruck, wie ich ihn damals zum ersten Mal im Kino gesehen hatte, ohne Vorwissen, wenn ich ihn da jetzt bewerten würde, würde er eine wesentlich höhere Punktzahl oder was wir dann letztendlich geben, kriegen, als jetzt nach dem dritten, vierten oder sogar fünften Mal schon gesehen kriegen würde. Und das ist echt schwierig bei dem Film. Also, wir können es ja so machen, dass man auf die Punkte so insgesamt das ist auch blöd. wir machen es. Ja. Oder wir machen es einfach so, wir sagen, was wir geben würden, als würden wir oder als hätten wir den Film jetzt als erstes Mal zum ersten Mal gesehen. Ja. Und dann vielleicht noch sagen können, aber jetzt nach dem dritten, vierten Mal hat er halt die Punkte. Ja, das ist ein guter Einfall. Habt ihr sonst noch was zu Sixth Sense? Ich finde Haley Joel Osment, war das seine Erstrolle oder war seine Erstrolle AI? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das war die Erstrolle. AI war glaube ich 2001. Das war seine Erstrolle. Ja, genau. Und für seine Erstrolle Hut ab, was der kleine Junge da damals geleistet hat. Nicht schlecht. Ja. Also, definitiv. Bin ich echt begeistert. Ich habe tatsächlich mal nach Goofs und so geguckt. Ich habe jetzt nicht wirklich viel gefunden, ohne dass man spoilert. Das ist echt. Das ist halt bitter, aber ja, gut, sonst. Was haltet ihr von
dem Regisseur, ohne jetzt den Namen groß auszuquatschen. Shyamalan. Shyamalan. Seid ihr Fans oder ist es euch egal oder sagt ihr, ja, ab und zu, guck ich mal rein? Ich habe ehrlich gesagt kaum was von dem gesehen, also bitte Feuer frei, wenn ihr euch jetzt nochmal mal seine seht. Es gibt, das ist bei ihm immer so ein Auf und Ab, finde ich. Sixth Sense fand ich gut von ihm. Unbreakable fand ich auch nicht schlecht von ihm. Science fand ich gar nicht gut von ihm. The Village genauso wenig. So, dann kam ja das Mädchen aus dem Wasser, den habe ich nicht gesehen. The Happening fand ich nicht gut. Die Legende von Aang, auch nicht gut. After Earth, nein. Ja. The Wizard habe ich, warte mal, The Wizard war... Wo die Enkel zur Oma gehen. Ah, nee, der war auch nicht gut. Und ich finde erst die letzten paar Jahre mit Split und Glass ist er wieder so auf dem Weg, wo er bessere Filme macht. Aber vielleicht stehe ich auch allein damit da. Ich muss sagen, also The Happening habe ich gesehen, fand ich der Anfang gut. Der Anfang war gut, und ja. Dann wurde es, also... Dann konnte ich es nicht mehr ernst nehmen. Das habe ich gedacht, nee, also die Erklärung ist, ja, also er hat sich da irgendwann so sehr, ich glaube auch als Zuschauer verdammt man sich da selbst dazu, ins Kino zu gehen und zu hoffen, jetzt gibt es eine Mega-Auflösung, wo du am Ende wieder wie bei Sixth Sense da hockst und kriegst den Mund nicht zu. Und ich glaube, das gelingt dir vielleicht einmal, höchstens zweimal und dann ist vorbei. Ja, dann ist einfach der Drops ausgelutscht, dann hocken die Zuschauer und die ganzen Nerdies da und nehmen dir jede Szene auseinander und dann kannst du im Endeffekt ja wirklich auch nur enttäuscht werden. Ja, ja. Aber es ist halt auch wirklich dann diese Auflösung, ja, Bäume und so, wo du denkst, oh komm, hopp. Bitte. Es ist halt allgemein schwierig, immer auf den Film also aufzubauen, dass du immer auf einen unglaublich überraschenden Plot-Twist aufbaust. Du siehst es ja jetzt bei diesem Film, ne? Dann gucken die Leute den einmal, sagen so, wow, Wahnsinn. Und beim nächsten Mal ist es dann wieder so, dann gucken die das und dann bewerten die natürlich dann auch, welchen Twist hat er sich diesmal ausgedacht und sehen dann aber auch, wie wir jetzt bei der Zweit-Dritt-Sichtung funktioniert der Film einfach nicht mehr so gut. Und vielleicht sollte man sich dann doch mal überlegen, mal einen anderen Film, eine andere Richtung einzuschlagen und dann unter Umständen auch mal die Leute zu überraschen, so ein bisschen sagen, oh, guck mal, der Shyamalan, der hat aber auch andere Sachen drauf. Ne? Also finde da, ne, begrenzt man seine Möglichkeiten so ein bisschen mit. Bei uns in der Redaktion heißt es auch Shyamalama Ding Dong. Ja, also mit Unbreakable und Glass und Split und so weiter, da bin ich, Unbreakable finde ich, gefällt mir nicht, finde ich nicht gut. Es ist ja immer Geschmackssache, klar, aber na, da habe ich mich echt gelangweilt. Dachte ich, Bruce Willis und so, na, versuchen sie es noch einmal und fand ich persönlich fand es belanglos. Ich glaube, habe den tatsächlich nur einmal geguckt und dann nie wieder. Also geht's hier wahrscheinlich bei vielen. Aber die haben aber auch eine ziemlich große Fanbase für so Sachen. Also Unbreakable und Glass ist dann, glaube ich, die Fortsetzung gewesen, gell? Oder war Split? Ja, genau. Split war die Fortsetzung und Glass ist das Ende von dieser Trilogie. Genau. Also, ja, wurden ja auch viel, McAvoy wurde ja auch viel gelobt und gesagt, hier, der spielt ja auch diesen Typ mit diesen 25.000 Persönlichkeiten saugut und McAvoy ist auch ein super Schauspieler. Ohne Frage. Ah, und ich mag auch Jackson, aber irgendwie, weiß nicht. Vielleicht irgendwann schaue ich mal rein und denke vielleicht doch, ach, wie konnte ich nur diesen Zug verpassen. Ich bin halt gespannt auf seinen nächsten Film, der ja irgendwie auf einer Insel spielt. Ich habe Trailer. Bin mal gespannt, ja, genau, was das wird. Ob das dann wieder mit so einem Plot aufkommt, wie hier bei The Sixth Sense. Ja, mal schauen. Der macht das doch mit der Insel, oder bin ich jetzt falsch? Oder war das ein anderer? Also ich habe nur was von Strand gesehen. Ob das jetzt eine Insel war, weiß ich gar nicht. Ja, oder Strand. Aber der Trailer fand ich gut, der hat Spaß gemacht, hat mich auch mein Interesse auch geweckt. Aber halt wirklich, wenn dann, was weiß, im Schluss waren es die Koalen oder irgendeine Muschel, die verkehrt rumliegt und die dann den Butterfly-Effekt auslöst. Also wenn es dann wieder, manchmal glaube ich, die sollten doch echt ein bisschen zurückfahren oder ich meine Erwartungen, ich weiß. Aber gut, ja. Werdet ihr euch die neuen, mal erstmal bewerten. Wir müssen noch die Bewertung machen. Das Ding ist, was vergeben wir da, wenn wir jetzt nämlich sagen, wir vergeben? Nee. Dann ist es eigentlich auch schon ein Spoiler. Wir vergeben einfach nur Punkte. Okay. Geben wir Punkte. Okay. Das sind wir neutral diesmal. Okay. Möchtest du diesmal anfangen? Ja, lass mich mal anfangen. Das ist echt schwer jetzt. Also, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, würde ich ihn bewerten mit 4 Punkten. Der ist spannend. Er ist unheimlich, ein bisschen gruselig.
Er hat zwei wirklich, also spielen wirklich sehr gute Schauspieler dann auch mit. Beide machen ihre Sache super gut, Willis und Osman, echt spitze. Aber nach dem Knallerende, ja, den nochmal zu gucken, vielleicht als kleine Recherche, um zu schauen, ah, okay, gut, man hätte das und das, ah, ja, da ist ein Hinweis, funktioniert er vielleicht noch einmal, aber spätestens ab dem dritten Mal ist man raus. Mhm. Und dann wird er einfach auch langweilig, ist einfach so. Ja, also ohne Ende zu wissen, 4, wenn man das Ende weiß, kriegt er von mir 2,5. Ja, ich weiß, aber so ist es. Ja, nö, ey, ich bin da voll bei dir, wo ich den ersten Mal gesehen habe, ich dachte, Alter, ist das ein geiler Film mit diesem Plot. Das hat mir schon lange nicht mehr so einen richtig großen Plot oder so einen heftigen Plot gehabt. Und da würde ich tatsächlich auch mit dir gehen, mit diesen 4 Punkten. Ich wollte jetzt Sterne sagen, Punkte. Zweiter Mal guckt man sich den an wegen diesen Hinweisen, wie du auch schon gesagt hast, man guckt dann auf die Hinweise, ah ja, stimmt, da macht er ja schon Hinweis, da ist ein Hinweis, bla bla bla. Aber so spätestens nach dem dritten Mal ist da echt die Luft raus. Und da bin ich sogar noch ein bisschen strenger wie du und gebe dir nur 2 Sterne dann. Also beim ersten Mal schauen 4, beim dritten Mal 2. Okay. Ich kann euch da auch nur beipflichten. Beim ersten Mal schauen hätte ich auch, oder habe ich für mich gedacht, okay, das wäre jetzt 4 Punkte. Und beim zweiten Mal, ja, da treten dann doch eben die Schwächen auf, dass das also nicht ganz funktioniert, wenn man weiß, worum es geht. Nichtsdestotrotz hat er ja trotzdem gute Momente, bewegende Momente und eine unheimliche Atmosphäre. 2 grandiose Hauptdarsteller. Und deswegen tue ich mich jetzt schwer mit der Bewertung, wenn ich den Film schon gesehen habe. Ich glaube, ich bin dabei bei Sven. Der hatte, glaube ich, 2,5 gegeben, ne? Du hattest 2,5 gegeben. Ja. Und da würde ich dann auch dem beipflichten. Also 4 beim ersten Mal und 2,5 für alle weiteren Male. Wobei ich auch sagen muss, mit jedem Mal schauen ist das Interesse dann, glaube ich, geringer, den überhaupt sich nochmal anzugucken. Das Ding ist halt, dass bei dem Film auch die Nebenrollen eigentlich gut besetzt sind, ne? Mit Toni Collette, Olivia Williams, Misha Barton. Also der ist richtig gut besetzt. Ja, jo. Also. Donnie Wahlberg, der Bruder von Mark Wahlberg. Ja, ist auch dabei, genau. Also daran liegt es nicht. Genau. Nee, es ist halt, ja, da der Film ja wirklich so auf und halt auch auf dieses Ende rauszielt. Ja, aber wenn der Knoten geplatzt ist, dann wird es langweilig. Genau. So wie bei uns im Cast. Wenn es zu lang wird, wird es langweilig. Wünschte. Wir waren aber noch gut in der Zeit. Nein, nein. Ich könnte jetzt tatsächlich noch einen 4. Film besprechen, aber da wir nur 3 angesetzt Mach's haben. Denn? Weiß nicht, so einen neueren Film. Ich habe keine oder so, gesehen. Das ist oder so ein, hast du von den Neuen nichts von ihm gesehen? Nee. Ich wollte mir das angucken, wo er mit seinem Sohn und seiner Familie im Haus sind, wo die Gangster reinkommen. Ist das der Hard Kill oder so? Aber als ich da gelesen habe, dass das brutalste Krütze ist, dachte ich, okay, gut, nee, lass ich. Okay. Er ist einfach nicht mehr so auf dem Niveau von früher und das ist schade. Ja, genau. Er müsste sich heutzutage wahrscheinlich noch öfter entschuldigen für Filme. Aber ich hab da ein witziger Vergleich, weil den letzten Cast, wo wir zu dritt gemacht haben, da ging es ja um Jean-Claude Van Damme. Und bei dem ist es gerade andersrum. Da war der letzte Film, wo er gemacht hat, also nicht der letzte Film, aber einer seiner letzten Filme, der JCVD, ja. JCVD, der war richtig gut. So, und sowas fehlt irgendwie Bruce Willis. Weil der letzte Film von ihm, wo ich richtig gut fand, der liegt, oh, jetzt muss ich selber mal nachdenken, weil wann, also Klaas war okay, das war auch wieder nur so ein Nebending, wo er eigentlich auch nur sein Standardgesicht gezeigt hatte. Was war denn der letzte richtige gute Film von ihm, wo mir richtig gut gefallen hatte? Mal, überleg du mal eine andere Frage. Ja, Wie findet ihr eigentlich Stirb langsam 4? Besser als den 5. Das ist nicht schwer. Weißt du, ich finde, zwischen Teil 3 und 4 wird so der größte Sprung gemacht, was so die Qualität angeht, finde ich. Also 4 ist noch okay, aber man merkt schon, das ist alles schon so auf jüngeres Publikum gemacht. Du brauchst so, wie so einen jungen Sidekick. Ich glaube, Justin Long ist das gewesen. Ne? Mhm. Und weiß ich nicht, wenn du kommst von dem Duo Samuel L. Jackson, Bruce Willis, und gehst dann zu dem Duo rüber. Und die Geschichte, abgesehen davon fand ich die Geschichte auch nicht spannend. Es ist alles mit CGI-Effekten zugeballert und es ist einfach nicht mehr so das Gleiche gewesen. Wie findet ihr das? Das stimmt. Ja, bin ich auch bei dir. Ich fand kann man schon zweiten Teil sagen? Weil nee, der dritte Teil fand ich eigentlich auch noch gut. Der hat mir eigentlich auch noch Spaß gemacht. Na, sagen wir mal, nach dem dritten Teil hat die Reihe irgendwie an Spaß verloren, finde ich. Er wurde immer schlechter. Den hätten wir, schade, weil ich mag ihn. Mir gefällt er. Der 4. Ja, ich mag Justin Long. Ich finde, die beiden passen gut zusammen. Und das einzige Problem in meinen Augen, was der Film hat, ist der Bösewicht. Obwohl ich wirklich Oliphant absolut mag. Aber er wirkt
nicht bedrohlich. Vor dem hätte ich keine Angst. Du bist ja auch verwöhnt bei der Stirb langsam Reihe mit Bösewichten, ne? Also du hast Alan Rickman, du hast Jeremy Irons, wer war im zweiten dieser Betonklotzkopf da, William Sattler, glaube ich, war das, ne? Der ist ja, auch so und genau. Nee, oh ja. Ja, klar, aber das stimmt schon, ja. Da dachte ich, und halt auch der Abgang des Bösewichts ist relativ harmlos. Dafür haben wir halt doch schon. Vor allem Adrian, der Olyphant, der kann richtig böse spielen. Das ist ja nicht das Problem an ihm. Ne? Also weil du ja gerade jetzt verglichen hast mit die ersten Bösewichten aus dem Film oder aus der Reihe. Ja. Er ist durchaus ein Schauspieler, der das Böse verkörpern kann, der Olyphant. Also. Ja, aber es ist immer die Frage, was erlaubt ihm das Drehbuch? Ne? Also ich muss auch sagen, den vierten Teil finde ich immer noch, ist ein solider, gut gemachter Actionfilm. Den würde ich auch immer gucken, wenn ich mal irgendwie der im Fernsehen läuft oder sowas. Das ist immer noch was ganz anderes als der fünfte Teil. Aber es sind halt andere, also ich würde sagen, einfach die ersten drei, die sind einfach noch eine Qualität, ein Tick anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wobei der dritte ja auch schon in eine andere Richtung gegangen ist als die ersten zwei Teile noch. Stimmt. Aber ich fand den dritten auch noch gut. Nein, ja. Egal. Nee, aber ich mag das. Also ich fand auch die Kevin Smith-Sache, finde ich, wie er da den Warlock spielt, den kleinen Nerd und so, also den kleinen Nerd. Der bei deiner Mama wohnt, fand ich super. Also ich mag den, weil ich habe es letztens nämlich gerade zufälligerweise mit einem Kumpel drüber gequatscht. Und der, ja, ach Gott, ja, oh, der vierte ist so kacke. So, ja, was findest du denn der vierte jetzt so scheiße? Die Action ist in Ordnung, also die Action ist gut. Ja, okay, das mit dem Chat ist ein bisschen arg übertrieben, aber das hast du in jedem Teil. Ja, ich meine, dass die Sachen, die der gute McClane überlebt, würde sonst auch keiner überleben. Und ja, also ich finde halt auch die Dialoge und zum Beispiel, was, du spielst noch mit Puppen und dann, ach, kann man das hier bewegen, abschrauben, klack. Super. Das sind also die kleinen Sachen, die mir auch immer wieder Spaß machen. Und ich mag ihn trotzdem noch, ja, weil, ja, den fünften, den, das ist ja, also, das, ne. Ja, und Gerüchte zufolge soll jetzt noch ein Sechster kommen, ne? Ja, aber die Gerüchte haben wir schon ganz, ganz lange. Ich weiß noch nach dem. Ja. Was eine coole Idee wäre doch, Entschuldigung. Sag du erst. Was eine coole Idee wäre, wir hatten ja gerade, oder Sam hatte gerade JCVD angesprochen. So was könnte ich mir eigentlich auch gut vorstellen mit Bruce Willis. So, er spielt sich selbst. Das Selbstreflektieren. Ja, genau. Und dann kann er ja auch damit spielen, was er alles für Schrott gemacht hat und sowas. Ne? Und ich glaube, der hat auch ein bewegtes Leben hier. Könnte er irgendwie Scheidungskrieg mit Demi Moore noch mit reinfließen oder sowas. Also das finde ich auch nicht schlecht. Das wäre jetzt kein sechster Teil für Die Hard oder so, aber das könnte man vielleicht auch noch mal verfilmen. Also ich weiß noch nach dem zweiten oder nach dem dritten oder was auch, glaube ich, vierte, da ging es mal darum, dass, ich glaube, das war nach dem dritten, dass er mit seiner Familie irgendwie so halt eine Familienvereinigung auf einer Insel macht und da würden die Terroristen nochmal kommen und da hieß es, glaube ich, also da hieß es, bin mir relativ sicher, dass es da auch hieß, dass sogar Britney Spears damals hätte seine Tochter spielen sollen. Da dachte ich noch, oh ja, komm, auf einer Insel, ja, warum nicht, Hauptsache es kracht. Ja, der Rest ist mir wurscht. Aber, ja, ich weiß halt nicht, aber das mit, ich mag Jay, also Jay Courtney, oh Gott, ist ein schwieriger Typ, finde ich auch. Mhm. Bei Spartacus mag ich ihn, bei Jack Reacher mag ich ihn auch, aber da, nee, da kommt einfach nichts rüber. Und ja, der ist einfach schlecht, meiner Meinung nach. Also so ein richtiger Film, ich habe jetzt so ein bisschen geguckt in seiner Filmhistory, wo ich sagen könnte, das war so sein letzter richtiger guter Film, habe ich eigentlich gar nicht. Ich kann nur so den Zeitraum sagen, so Anfang der 2000er, da waren so die Filme noch okay. Und dann wurden sie irgendwie austauschbar. Surrogate fand ich noch nicht schlecht. Der ist ja genau. Ist auch noch ganz Surrogate, der 2009, der war okay. Ich fand 16 Blocks hat mir gut gefallen. Ja, war noch okay. Lucky Number 11 fand ich. Ah ja, genau. Geheimtipp. Genau. Sin City war auch stark, fand ich. Da hat er mir auch sehr gut gefallen. Und ich weiß, da stehe ich allein mit, aber bei Hostage entführt, der hat mir auch gut gefallen. Du stehst nicht allein, ich finde den super. Habe ich letztens wieder geguckt. Ja. Also der funktioniert echt gut. Er ist zwar wieder ein Cop, aber die Geschichte ist doch super. Ja, ich guck mir nochmal an und dann können wir uns ja nochmal über Hostage unterhalten. Genau. Okay. Ich habe den, also ich weiß nicht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn ziemlich kacke, aber ich meine, gut, das ist jetzt halt auch schon lang, lange her. Ja. Wie gesagt, mir gefällt er. Ich bin aber meistens allein mit der Meinung, weil ich immer mit den Leuten, mit denen ich über den Film rede, ja, sagen, er ist voll der Kacke-Film. Aber mir gefällt er. Dann haben die aber also, nicht die Filme gesehen, die er in den letzten 50 Jahren gemacht hat.
Das ist wohl wahr. Okay. Okay, die Damen, sollen wir zum Schluss kommen? Ja. Nach Dournemont. Dann sag ich einfach nur, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn ihr den Telestammtisch unterstützen wollt, dann könnt ihr in den Shownotes schauen. Da gibt's Coffee to go und sonstige Unterstützungen. Würde uns natürlich riesig freuen, ist euch überlassen. Und das letzte Wort haben der Schwabe und unser Gast. Ja, ich wollte nur dazu sagen, bei uns gibt es keine 20% außer auf Tiernahrung und ich bin damit raus. Ciao, ciao. Es war wie immer ein Vergnügen mit Sven und Sam. Ich hoffe, wir können uns bald mal wieder in der Runde mit anderen Schauspielergrößen befassen und darauf freue ich mich jetzt schon. Bis demnächst. Ciao. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.